Hallo ihr Lieben, wir beschäftigen uns heute mit diesem Album hier, Evermore von Taylor Swift mal wieder. Was auch sonst. Zu diesem Album kann man sagen, dass es das Schwesternalbum von Folklore ist, also dem Album aus dem letzten Video. Und ja, die beiden haben ungefähr so die gleichen Vibes, sind beide in der Corona-Zeit entstanden, obwohl Evermore im Gegensatz zu Folklore etwas hoffnungsvollere Vibes enthält, weil es einfach nach Folklore entstanden ist. Also für meinen Geschmack, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, das kann jeder aber so interpretieren, wie er denkt, aber das sind gerade meine Gedanken dazu. Der erste Track, der so ein bisschen auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählt, ist Tis the Damn Season. Tis the Damn Season enthält eine Lyricline, die da heißt, "And it always leads to you in my hometown." Das heißt, ich habe indirekt jemanden aus meiner Heimatstadt, an den mich dieser Song immer erinnern wird. Egal, was ich tue, diese Person verkörpert für mich diesen Song und das macht diesen Song zu etwas Besonderem. Gerade wenn dieser Song von Heimat und Zuhause handelt, ist er natürlich auch für Taylor etwas Persönliches, denke ich mal, etwas sehr Persönliches. Aber dieser Song wird auch mich immer an diese eine Person erinnern. Wobei man dazu sagen muss, dass der ganze Song mich eher so ein bisschen an eine Liebesgeschichte erinnert. Und das war bei mir und der Person definitiv nicht der Fall. Deswegen will ich das hier nochmal betont haben. Aber die Erinnerung kommt eben immer zu dieser Person zurück, weil sie aus meiner Heimatstadt kommt. Nobody, no crime. Dieser Songtitel erinnert mich immer ganz selbstironisch daran, wie schnell man zu etwas werden kann, was man nicht ist, nur weil andere Menschen irgendwelche Gerüchte oder Geschichten erfinden, die vielleicht gar nichts mit der Realität zu tun haben. Das, was in dem Song erzählt wird, kann wirklich passiert sein. Es kann aber auch genauso gut erfunden sein und deswegen beschreiben, wie schnell man eigentlich vom Verdächtigen zum Täter werden kann. Im übertragenen Sinne gesehen, wenn man diese Geschichten glaubt, wenn man die Geschichten glaubt, die die Gerüchteküche kocht. Mir ist es im Leben schon oft genug so gegangen, deshalb fühle ich diesen Song so sehr, weil es in beide Richtungen so sein kann, dass die Geschichte, die dort erzählt wird, entweder stimmt oder nur ein Gerücht ist. Und das ist eben das Besondere an dem Song definitiv. Der dritte Song ist ein für mich sehr persönlicher Song, auch wieder ist Ivy. Ivy, der Efeu, ist eine Schlingpflanze. Das heißt, im übertragenen Sinne erzählt dieser Song von einer Person, die man nicht loslassen kann und die praktisch im übertragenen Sinne
diese Schlingpflanze ist, weil man von dieser Schlingpflanze eingepackt wird. So verstehe ich den Kontext, den kann jeder für sich interpretieren, wie er es interpretiert. Aber ich verstehe so, dass diese Schlingpflanze praktisch personifiziert wird. Und das macht den Song auch so besonders, weil er praktisch eine Geschichte erzählt, die man aber zwischen den Zeilen verstehen muss. Der nächste Song, Song Nummer 4, Long Story Short. Long Story Short, I Survived. Lange Geschichte, kurzer Sinn, ich habe überlebt. Vor ein paar Jahren war ich mal an einem Ort, der mir nicht immer nur Gutes beschert hat, sondern eigentlich mehr schlechte Momente als gute. Und ich habe immer gedacht, ich muss dort sein, weil ich das für mich tue, weil ich nur dann in gutem Sinne da rauskomme, wenn ich das auch wirklich schaffe. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich habe überlebt. Das sagt dieser Song für mich aus und der wird mich immer an diese Zeit erinnern. Egal welchen Schmerz du auch empfinden wirst, später wirst du zurückschauen und dir sagen, wenn ich diese Geschichte nochmal erzähle, dann erzähle ich sie jetzt in Kurzfassung, weil ich sie nur so ertragen kann. Und ja, das erzählt für mich eben dieser Song und macht ihn auch wieder zu einem Teil meines Lebens. Song Nummer 5, Right Where You Left Me. Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn man irgendwo hinterlassen wird und man kommt selbst nicht von der Stelle. Und dieser Song erzählt zum Beispiel die Geschichte, dass alle Menschen im Bekanntenkreis heiraten, eine Familie gründen, sich weiterentwickeln und man selbst steckt irgendwie in seinem eigenen Leben noch so fest. Man selbst hat das Gefühl, man entwickelt sich nicht weiter, weil das Schicksal es gerade nicht so will wie man selbst oder weil man an die falschen Menschen gerät. Und auch dieser Song ist wieder ein besonderer Song und sehr persönlicher Song für mich, genau aus dem Grund. Der letzte Song für heute passt zum weiteren Verlauf des Videos, denn das Video ist gleich zu Ende. It's time to go. Ja, der Song erzählt davon, dass man eigentlich selbst weiß, wann es die beste Zeit ist zu gehen. Es passt für mich auch so ein bisschen mit Long Story Short zusammen, weil man manchmal erst Dinge durchleben muss und das muss dann so lange dauern und man muss es ertragen, bis man weiß, ich kann jetzt gehen, guten Gewissens. Denn im Refrain heißt es, you know when it's time to go. Ja. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video.